Diese Woche wurde im Parlament ein Kompromiss zu den Abschiebungen von Lehrlingen im Asylverfahren beschlossen. Wir haben lange darauf gewartet, aber der Vorschlag ist ein fauler Kompromiss. Damit aus dem faulen Kompromiss ein brauchbarer wird, braucht es zumindest drei Dinge. Erstens, eine Regelung, die ab heute gilt. Es ist nicht erklärbar, dass Lehrlinge, die heute einen negativen Bescheid bekommen, abgeschoben werden, während diejenigen, die ihn zu Weihnachten kriegen, ihre Lehre fortsetzen können. Zweitens, eine Regelung für ein Bleiberecht nach Abschluss der Ausbildung. Österreich hat ein wirtschaftliches Interesse daran, dass die jungen Facharbeiterinnen und Facharbeiter ihre erworbenen Fähigkeiten auch einsetzen können. Drittens, eine Regelung für den Zugang zur Ausbildung für Asylsuchende für die Zukunft. Diese muss alle Formen von Ausbildungen umfassen, auch sämtliche höherbildenden Schulen. Sie muss Menschenrechte und natürlich europäisches Recht respektieren.